Passend zu Ostern gibt es heute ein Ostereier-Workout. Ihr braucht 2 Ostereier, ja, vielleicht auch ein paar mehr, weil könnt ja welche kaputt gehen. Und dann starten wir mal mit den Grundmuskeln, das heißt erstmal Rückenmuskeln. Ihr könnt natürlich auch erstmal ein bisschen mit den Eiern ein bisschen spielen. Ja, das heißt, ihr schauen, dass die gut in der Hand liegen. Ja. Wir nehmen erstmal ein Ei. Einen Hund brauchen wir nicht, also das heißt, Willi, geh mal weg. Willi, auf, 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 auf. So, in die Bauchlage. Stell die Füße auf, dein Becken aufrichten. Ja. Spannung in die Beine. Und dann übergeben wir das Ei einmal vorne und einmal hinten. Vorne und hinten. Und wir atmen gleichmäßig weiter. Hinten ist leichter, hier einatmen. Vorne ist schwerer, ausatmen. Die Richtung wechseln. Einatmen und einatmen und ja, die Spannung im Bein nicht vergessen. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. So. Dann gehen wir zu den Bauchmuskeln. Auch eine Grundübung, die jeder kennt. So. Stell die Füße auf und zwar so, mal pink, dass das Ei zwischen unseren Knien ist, nicht zerdrücken. Die Rückenmuskeln benutzen wir mit, das heißt, streck dich hier aus und roll langsam ab. Und dann ziehen wir uns hoch und runter. Und ausatmen und wieder einatmen. Und ausatmen und einatmen. Ausatmen, wir bleiben oben, strecken uns und balancieren uns hier aus. Ja, vielleicht ein bisschen wieder absetzen, ziehen uns richtig hoch, 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 wie beim Pilates. Und ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Und schreiben wir keine Kreise, sondern Eier logischerweise. Als Abstandshalter, nehmen wir mal grün, kommt der Ball unter die Taille. Ja, leg dich ab, Ball unter die Taille und wir beschreiben Eier. Ja, Eiform, schöne Eier. Richtung mal. Ja, das Ei nicht platt drücken. Ja, das Ganze natürlich auf der anderen Seite. Ja, einmal rüber. Ball wieder. Ball, ja. Unser Ei wieder als Abstandshalter. Ein bisschen ablegen. Ja, das nicht wegrollt. Spann dich aus und wir beschreiben hier unsere Eier. Einatmen. Beim Ei schließen, atme aus. Ja. Ein und wir. Ein und wir. Einatmen. Aus. Einatmen. Aus. Einatmen. Aus. Einatmen, ausatmen. So, in die andere Richtung. Einatmen, ausatmen. Ja, ich hoffe, der Krankenwagen war nicht da, weil jemand zu viel Eier gegessen hat. Oder die Eier schlecht waren. Ein und aus. Ein und aus. Ein, aus. Ein. Versuche wirklich, die Bewegung korrekt auszuführen. Dann danach kannst du auf die Anzahl achten. Nur lieber erstmal die korrekte Ausführung lernen oder kontrollieren. Ja. Weiter geht's wieder mit den Rückenmuskeln. Ja.
Diesmal brauchen wir zwei. Ja, rechts und links. Das war ja die Übung richtig ausführen. Ja, fixieren. Hände auf die Schultern. Und wir strecken uns hier weit hoch. Und einatmen. Ausatmen. Ohne die Eier zu verlieren. Einatmen. Und ausatmen. Einatmen. Und aus. Einatmen. Und ausatmen. Richtig hier unten eng bleiben. Dafür haben wir die Eier, sonst fallen sie uns raus. Geschicklichkeit. Wir nehmen das einmal hinten auf den Rücken drauf. Oh. Das sind Ostereier, genau. Und die Beine im Wechsel wegschieben. Oh. Die Beine schieben wir weg. Schwerer. Strecken und strecken und ausstrecken und ausstrecken. Einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Ja, wir lassen eine Diagonale und jetzt nicht rund machen, sondern nur etwas zusammenziehen, weil sonst kugelt uns das Ei runter und wieder ausstrecken. Wie ein Tablett. Und die andere Seite halte ich gerade. Wenn es dir runterpurzelt, musst du halt es wieder drauflegen. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Oh, du kannst natürlich ein paar mehr Eier probieren. Ich mache zwei. Also, je nachdem, was man an Kleidung anhatte, ihr habt da gemerkt, bei mir bremst auch ein bisschen mit der Hose ab, wird es natürlich super schwer. So, das gleiche probieren wir aber hier zwischen den Schulterblättern. So, ist natürlich schwer, wenn die eine Hand nach oben ist. Und das Wurzel schon runter. Ein neuer Versuch. Die Hand runter. Und das, was passiert. Und dann schieben wir die Beine im Wechsel raus. Und die Schulterblätter müssen wir natürlich zusammenlassen, weil sonst purzelt uns das Ei runter. Einmal noch. Und wer will, kann das mal trainieren. Das reicht. So, wieder mal als Abstandshalter. Nimm zwei Eier. Auf die Fingerspitzen. Füße aufstellen. So, und dann geht's runter. Und zwei. Und drei. Und ein vierter noch. Oh, schieb deinen Po nach hinten und streck dich ganz weit aus. Und versuch die Eier leicht hoch zu werfen. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Von der einen zur anderen Seite probieren wir jetzt. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Genau. Das gleiche noch mal in Bauchlage. Wieder hier. Und auch wieder fangen. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Ups, und dann dotzt es vielleicht auf. Wenn man Glück hat, bleibt es noch ganz. Oh. Vielleicht eine andere Farbe. Der Abstand ist jetzt relativ groß. Aber das schaffen wir auch. Also kein Ei ausbrüten, aber unter dem Bauchnabel. Und lassen wirklich den Platz vom Ei haben. Füße lassen wir diesmal locker. Ja, sonst schaffen wir es nicht ganz zu halten. So. Und wir nehmen die eine Arme nach vorne und nach hinten.
Unterm Bauchnabel hat unser Ei Platz. Ausstrecken. Nach hinten ziehen. Ausstrecken. Nach hinten ziehen. Ausstrecken. Und wir nehmen eine andere Farbe. Und vielleicht war es auch zu schwer. So, jetzt kommt das Ei zwischen unsere Füße. Und wir heben die Beine an. Klein. So, dann purzeln wir mal ein bisschen. So, dann nehmen wir zwei, mit meinem Applaus. Und bei eins können wir schauen, ob wir die Eier wieder einklemmen. Bauch so hoch, dass die Eier wieder eingeklemmt sind. Ganz genau. Und versuchen auch jetzt wieder den Po anzuheben. Übergeben. Nach hinten. Vielleicht kommst du dran. Ansonsten kannst du es vielleicht von der einen in die eine andere Hand rollen lassen. So, und noch ein großes Schaukel von der einen auf die andere Seite. Einmal mehr. Und wechseln. So, dann streck dich weit auf. Und weit nach vorne. So, und dann, jetzt darf es kaputt gehen. Leg dich doch noch mal kurz ab. Leg das Ei mal kurz unter dein Schulterblatt. Bis du merkst, es macht. Nur ein bisschen rollen, es soll kaputt gehen. Gucken, ob es gereicht hat. Ja, sieht schon ganz gut aus. Das essen wir gleich. Oh nein, andere. Und auch Gewicht drauf. Den Arm kann man ein bisschen bewegen. Und vielleicht noch ein bisschen. Oh, jetzt hat es knirscht gemacht. Ja, dann können wir die Eier schälen. Das dauert jetzt ein bisschen lang. Aber zumindest zur Hälfte habe ich es schon mal. Guten Appetit und frohe Ostern. Mmm.